Jetzt seht ihr mal, was ich mache, wenn ich überhaupt keine Zeit oder keine Lust zum richtigen Kochen habe. Und zwar hier die klassische Hühnersuppe, hier genannt auch Rossu. Und da gibt es dann noch solche Nudeln, das sind so ganz dünne Nudeln. Also wer das schon mal gegessen hat hier, der weiß, was ich meine. Ja, und da liegt jetzt hier so ein komplettes Huhn drin. Und das ist natürlich hier aus Polen direkt, also nicht irgendeine Importware. Und hier Gemüse, das natürlich hier reinkommt, dieses sogenannte Suppengemüse oder Suppengrün. Und meistens mache ich dann aus diesem Hähnchen ein Hühnerfrikassee oder irgendwas, wo man halt dieses wunderbar lecker schmeckende Hähnchenfleisch noch benutzen kann. Also das ist mal eine super Alternative. Immer was für einen Frühling oder für einen Herbst, wenn es einfach draußen ein bisschen kälter ist. Ja, dann sage ich Smacznego, bis zum nächsten Mal.